Willkommen zu einem neuen Zaubertrick. Für den heutigen Trick möchte ich mal bitte, dass du dir diesmal gleich drei Karten auf einmal aus dem Spiel ziehst. Beziehungsweise nicht auf einmal, sondern zieh dir erstmal die erste Karte irgendwo aus der Mitte, dann die zweite Karte von irgendwo und dann noch die dritte von weiter oben. Gut. Dass wir jetzt hier drei Karten, beziehungsweise dass du drei Karten ausgewählt hast. Karo Bube, Karo 10 und Karo 7. Und in dem heutigen Trick spielt die Zahl 14 eine ziemlich wichtige Rolle. Denn die 14 ist eine Zahl, was kaum mit einer anderen Zahl im Spiel möglich ist. Beziehungsweise kaum mit einer anderen Zahl überhaupt möglich ist. Denn wenn wir jetzt mal die Zahl hier nehmen, in dem Fall ist es ja eine 7, und dann noch 7 Karten weiterzählen, also bis wir bei der 14 angekommen sind, mal addieren. Also 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, dann wären wir hier bei der 14 angekommen. Dort kommen mal die 7 genau an die Stelle. Wir machen das Spiel eben gerade. Dann machen wir das Ganze hier auch noch weiter mit der 10, also 11, 12, 13, 14. Dann kommt genau nur die 10 an diese Stelle, das restliche Spiel kommt drauf. Und bei dem Buben müsst ihr jetzt Folgendes wissen, dass der Bube in der Kartenmagie für 11 steht. Übrigens ist das auch beim Poker so, aber auf jeden Fall in der Magie steht der Bube für 11. Also 12, 13, 14, ja, drei Karten bis zu 14. Und dann kommt der Bube genau an diese Stelle. So dass sich die Karten jetzt an 4 random Stellen im Kartenspiel befinden. Ja, an 3 beliebigen Stellen. Und wenn wir diese Karten mal wieder aus dem Spiel raussuchen und jeweils die Karte nehmen, die über deinen drei ausgewählten Karten liegt, also bei der Karo 7 wäre es diese Karte, dann bei der Karo 10 in dem Fall genau diese Karte. Ups, diese drei sollen nicht mitkommen. Die kommen wieder hier ins Spiel. Und bei dem Karo Buben wäre es dann diese Karte. So. Das restliche Spiel machen wir dann wieder zusammen. Und jetzt liegen hier ja drei Karten, die jeweils über den drei Karten, die du ausgewählt hast, gelegen haben. Und wenn ich jetzt jeweils über jede der drei Karten einmal rüberschnipse, dann ist vielleicht Folgendes passiert. Wir gucken mal, was der Kreuzbube an sich für eine erste Karte hatte. In dem Fall war das hier die Herzdame. Dann die Karo 10 hatte über sich zu liegen einmal hier die Kreuzdame. Und dann bei der Karo 7, die du ja ausgewählt hast, beliebig, lag hier einmal die Karo Dame. Das heißt Herz, Kreuz und Karo Dame. Jetzt fehlt ja aber logischerweise nur noch die Pik-Dame. Und wenn wir diese Karten jetzt einmal addieren, 10 plus 7 ist ja 17, plus 11 macht 28. Und wenn wir genau diese Kartenanzahl einmal von hier oben abzählen, also 1, 2, 27, und die 28. Karte und mal hingucken, dann sehen wir, ups, aber die 28. Karte ist die fehlende Pik-Dame. Und wahrscheinlich ist das so, weil die Damen Springerkarten sind. Hatte ich ja schon mal in einem Video verwendet. Das habe ich euch übrigens in der Infokarte nochmal verlinkt und auch jetzt im Abspann. Auf jeden Fall, das war dann der Zaubertrick. Ich hoffe, er hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal, euer Magic Egg.